Picken ist die Hauptbeschäftigung der Hühner. Bis zu 15.000 Pickschläge am Tag macht ein Huhn. Und das dient hauptsächlich in erster Linie der Nahrungssuche. Aber Hühner picken auch gerne Gegenstände an oder auch ihre Nachbarin. Federpicken und Kannibalismus sind multifaktoriell bedingt. Es gibt eine Vielzahl von Einflussfaktoren. Dazu gehört die Beschäftigung der Tiere in ihrem Alltag. Dazu gehören die Haltungsbedingungen, insbesondere Licht, Stallklima. Aber auch die Stalleinrichtung kann eine Rolle spielen und natürlich auch die Genetik der Tiere selber. Wir setzen Picksteine ein in verschiedenen Ausformungen. Wir haben Einstreumaterial, Stroh, Dinkel oder auch hier diese Strohtaler, die dann eine längere Verweilzeit im Stall haben und die Hühner können scharren und sich damit beschäftigen. Federpicken ist eine Verhaltensweise, die einmal gelernt immer wieder abrufbar ist und auftreten kann, wenn Stressoren die Tiere beunruhigen. Dieses EIP-Projekt ist auf Initiative des Geflügelwirtschaftsverbandes in Thüringen entstanden, nachdem bekannt wurde, dass ab 2017 keine Legehennen mehr mit gekürzter Schnabelspitze eingestallt werden dürfen. Wir haben für das Projekt 5 Betriebe angesprochen, die halt von Anfang an bei der Planung dabei waren und haben dann aber, nachdem wir die Projektbewilligung hatten, noch weitere interessierte Betriebe gehabt, sodass wir insgesamt mit 13 Betrieben und 37 Herden gearbeitet haben. Wir haben in dem Projekt die Herden von der Einstellung bis zur Ausstallung monatlich besucht und untersucht. Und das mit der Fragestellung, wann tritt Federpicken und Kannibalismus auf, wie verläuft es, wenn es in der Herde auftritt und welche Einflussfaktoren können wir dabei feststellen. Und anhand der Daten, die wir erhoben haben, haben wir dann ein Kontrollschema entwickelt, mit dem die Tierbetreuer sehr einfach und relativ schnell auch früh erkennen können, ob Federpicken und Kannibalismus in einer Herde auftritt. Prinzip ist, dass man halt die Tiere bonitiert und dann die Ergebnisse in das Kontrollschema einträgt. Bei einer Bonitur fängt man eine Henne im Bestand, nimmt sie auf die Hand, guckt dann die Rückenfedern an, guckt an, sind dort Verletzungen, sind Federn ausgerissen, sind Verletzungen an der Haut. Dasselbe macht man auch an der Kloake der Henne und am Legebauch. Guckt sich die Füße an, die Zehen an, sind dort Verletzungen, sind dort Zehen abgerissen, sind dort blutige Stellen und bewertet das dann nach dem Schema. Wenn die Betriebe die Boniturergebnisse in das Excel-Tool eintragen, können sie die Ergebnisse ihrer Herden mit denen der Projektherden vergleichen. In Abhängigkeit vom Alter der Tiere und auch der Farbschlag der Tiere wird dabei berücksichtigt. Durch das Projekt haben wir ein stärkeres Augenmerk auf die Tiere erhalten. Wir haben andere Formen von Beschäftigungsmaterialien kennengelernt. Wir haben viel Informationsaustausch auch mit anderen Legehennenhaltern. Wir haben gute Informationen auch von Fachexperten oder durch Tagungen erhalten, die uns in unserem Bestand wesentlich weiterbringen. Und wir haben auch noch eine Checkliste erstellt mit den potenziellen Risiko- und Einflussfaktoren, die uns und den Tierhaltern im Laufe des Projektes aufgefallen sind. Der Aufwand lohnt sich in jedem Fall. Wir haben dadurch ein eindeutig besseres Tierwohl und die Tiere sind wesentlich vitaler.